In Warschau wurde in dieser Woche die Banane zum Markenzeichen der Proteste gegen die Leitung des Nationalmuseums. Przyszliśmy tutaj, ponieważ z Muzeum Narodowego w Warszawie zdjęli prace, które uznano za zbyt erotyczne. I z czym nie zgadzamy się, ponieważ nie zgadzamy się z cenzurą sztuki. Unter anderem wurde Ende April ein Video von 1973 entfernt, in dem eine Frau in lasziver Pose eine Banane isst. Also stellten die Demonstranten den laut Museumsleitung unanständigen Film auf der Straße nach. Dass das Nationalmuseum inzwischen versprochen hatte, die entfernten Werke wieder zu zeigen, verhinderte den Protest nicht. Vermutlich, weil es vielen um mehr geht als um ein Bananenvideo. Um die Einmischung der seit 2015 regierenden nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit in Kunst, Kultur, Museen und Theater.